herzlich willkommen bei Patricks Zockerbude. Heute geht es um meine NES-Spiele. Und ich habe da so eine kleine Sammlung und die wollte ich euch heute mal vorstellen. Kurze Story dazu. Also es ist so, ich hatte früher schon mal eine Sammlung. Das war so bis 2018. Und dann habe ich alles verkauft, weil ich habe mir von dem Geld ein Auto gekauft. Und ja, dann stand ich ohne nichts da. Und ich hatte mal eine NES-Sammlung, boah, da war bestimmt um die 50 Spiele waren es locker, wenn nicht sogar mehr. Und jetzt seit Mitte 2020, oder ich sag mal so, ja, so Juli oder so, habe ich wieder angefangen. Und da hat sich jetzt schon eine kleine Sammlung wieder angesammelt. Und die wollte ich euch heute zeigen. Und ich habe mir das so gedacht, es ist halt der Anfang meiner Sammlung, also meiner neuen Sammlung. Und wir gucken jetzt heute mal, was ich jetzt schon habe an NES-Spielen. Und vielleicht in einem Jahr oder Ende des Jahres gucken wir mal, was sich angesammelt hat, weil dann werden ja wohl die Trödelmärkte und alles wieder losgegangen sein. Und ja, dann kann man dann halt mal sehen, wie sich das entwickelt. Heute mache ich das mit meiner NES-Sammlung. Wenn ihr euch das mit anderen Systemen meiner Sammlung euch wünscht, wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, ich möchte gerne, dass du das mal bei den SNES machst, also Super Nintendo, oder bei den Mega Drive oder irgendwas anderes, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche das dann zu beherzigen. Mal gucken, vielleicht bringe ich dann jetzt in der nächsten Zeit, Flohmärkte sind ja sowieso nicht, jetzt öfter mal so ein kleines Sammlungsupdate. So, und jetzt starten wir mit meiner NES-Sammlung. Aber hier haben wir auf jeden Fall mal Super Mario Bros. 3. Bei euch verkehrt rum, weil ich mit der Kamera das ein bisschen, weil ich die Handykamera gedreht habe und das anders aufnehme. So, okay, Super Mario 3. Ein super Spiel, vielleicht das beste Spiel fürs NES. Ich freue mich, das in OVP zu haben. Dieses Spiel ist auf jeden Fall eine Legende, das ist ein super cooles Mario-Spiel. Viele sagen, das ist das beste Mario auf dem NES, allgemein das beste 2D-Mario. Ich finde Super Mario World, hatte auch noch ein Wörtchen mitzureden, aber ansonsten ein Hammer-Spiel. Das beste Spiel auf dem NES, also das beste Mario-Spiel auf dem NES. Ist es. Dann habe ich in OVP Super Mario Bros., den allerersten. Das war auch wirklich tatsächlich mein allererstes Spiel, was ich je gespielt habe. Ich habe damals in den 80ern ein NES bekommen als Kind. Und da war Super Mario Bros. 3 und ich habe es gesuchtet. Dieses Spiel ist eine absolute Legende, kann ich euch nur sagen. Eins der besten Jump'n'Run-Spiels und für die damalige Zeit sowieso. Das war revolutionär, sag ich mal. So ein Spiel hat es vorher nicht gegeben. Eins der coolsten Spiele überhaupt. Man muss durch verschiedene Welten mit Mario. Ach, wisst ihr was, ihr kennt. Kommen wir zu meinen losen Modulen. Da habe ich erstmal Digger T-Rock für euch. Ein Goldgräber-Spiel, Goldgräber, ja, auf jeden Fall muss der viel graben, der Junge. Und ist auf jeden Fall ein cooles NES-Spiel, muss ich echt sagen. Super. Ice Climber, auch ein sehr bekanntes Spiel, werden viele von euch kennen. Man muss halt mit den Ice Climbern von unten nach oben durch verschiedene Welten. Super cooles Spiel, muss ich sagen, ein super NES-Spiel. A Boy at His Blob, ja, eigentlich kein schlechtes Spiel. Man muss diesen Jungen spielen und der hat, ich hab's noch nicht so richtig raus, dann muss der Blob ihm hinter ihm her und ihn durch verschiedene Hindernisse bringen. Man wirft doch irgendwelche Bohnen oder sowas und dann kommt der Blob. Und ich hab's noch nicht ganz raus, wie es funktioniert, aber das, was ich gesehen habe, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Da muss ich mal ein bisschen üben und ein bisschen auschecken, wie das Spiel funktioniert. Aber ich glaube, es ist ganz okay. Das berühmte Dreiermodul kann ich nur jedem empfehlen, der mit einer Sammlung anfängt, weil auf diesem Modul. Dieses Modul ist locker, für 5 Euro kriegt man es, vielleicht sogar günstiger, wenn man Glück hat. Mit 3 Spielen drauf, Super Mario Bros., was ihr eben schon gesehen habt, Tetris, ein super Klassiker und auch die NES-Version ist sehr gut, muss ich sagen. Habe ich letztens noch gezockt, macht Heidenpfand Tetris. Gut, ich mag gerne sowieso so Puzzle-Spiele, aber echt ein cooles Spiel. Und Nintendo World Cup, ein Fußballspiel, ein eher ungewöhnliches Fußballspiel. Ein Fußballspiel, wo man Powerschüsse machen kann, wo man faulen kann, wo es alles nicht unbedingt nach den Regeln geht und kein gewöhnliches Fußballspiel, eher ein Fun-Fußballspiel, vielleicht das früheste Fun-Fußballspiel überhaupt. Nintendo World Cup ist da auch drauf. Auf jeden Fall bekommt man hier 3 Spiele und wirklich 3 gute Spiele, bekommt man hier für einen kleinen Preis. Kann ich nur jedem empfehlen, das Dreiermodul und das kriegt man hinterhergeschmissen. Dann haben wir hier das Spiel Zocker, ein Fußballspiel, deutlich schlechter als Nintendo World Cup und auch soll auch schlechter sein als Konami Hyper Soccer, was ich nicht besitze. Ich habe das gespielt, muss echt sagen, ja, das ist der letzte Scheiß, muss ich echt sagen. So, also dieses Soccer kann man nicht vergleichen, also ich habe jetzt nicht so die größten Vergleiche. Klar, Nintendo World Cup, damit kann ich es vergleichen, Nintendo World Cup ist um Lichtjahre voraus, muss ich euch sagen.
Und auch, ich kenne viele Mega Drive-Spiele, SNES-Spiele und ja, okay, das hier ist nur ein 8-Bit-Spiel, aber trotzdem, die sind denen wirklich um Welten überlegen. Und das hier, ja, Soccer, kann ich nicht empfehlen, muss ich euch echt sagen, finde ich nicht so gut. Dann das Spiel Tennis, ja, ein ganz passables Tennisspiel, aber ja, jetzt auch nicht der Oberbrüller, es gibt deutlich bessere Tennisspiele, besonders auf Game Boy, Super Nintendo. Ja, Mega Drive auch. Und ja, ist in Ordnung. Also kann man sich schon zulegen. Ich würde jetzt nicht sagen, das kann ich nicht empfehlen, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, boah, holt euch unbedingt dieses Spiel. Aber Tennis, ganz passables Spiel. Dann habe ich hier das Spiel Kung Fu. Ja, Kung Fu hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich habe eigentlich gedacht, ja, das ist wieder so eine Graupe. Aber ja, Kung Fu hat schon in sich. Ist ein cooles Spiel. Man muss halt durch die Welt, man kann Tritte und Schläge ausführen. Und da kommen dann Leute mit einem Knüppel wohl einen verhauen, verschiedene Gegner und so. Und man muss durch verschiedene Level von, ich glaube, von rechts nach links, nicht von links nach rechts, so war es, so wie ich es gesehen habe. Aber ich habe es auch erst nur den Anfang gespielt. Auf jeden Fall, Kung Fu kann ich nur empfehlen. Das ist ein super Spiel und das ist auch echt nicht teuer. Super. Das Spiel Red Racer, ja, ein Rennspiel, aber meiner Meinung nach auch nicht so super gut, auch nicht so super schlecht. Ganz passables Rennspiel, aber muss man sich nicht unbedingt kaufen. Snake, Rattle and Roll, ein absolutes Spiel meiner Kindheit. Man muss durch verschiedene Rätsel, muss man halt Schlangen durch so eine Welt führen. Und ja, das ist auch, ich finde, das Spiel ist schon schwer, es hat schon in sich. Das hier war übrigens eines der ersten Werke von der Firma Rare, die ja später die ganzen super coolen Spiele fürs N64 entwickelt haben und auch die Donkey Kong Country Reihe. Und das war eines der ersten Spiele von denen, Snake, Rattle and Roll. Ist in Ordnung, das kann man sich holen, dieses Spiel. Also ich will jetzt nicht sagen, das Spiel ist schlecht. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dieses Spiel ist schon ganz schön schwer. Und man muss sich da schon ein bisschen anstrengen. Und ich glaube, es hat sogar auch einen Zweispieler-Modus. Cooles Spiel. Mario und Yoshi. Ja, ein Puzzlespiel, muss ich echt sagen. Das enttäuscht mich ein bisschen. Ich mag gerne Puzzlespiele, sagen wir es mal so. Aber dieses Mario und Yoshi, ja, ich glaube, es gibt wirklich deutlich bessere Puzzlespiele. Ich finde Tetris besser, ich finde Dr. Mario besser, ich finde Yoshi's Cookie besser und da gibt es mit Sicherheit auch noch mehr. Das ist in Ordnung. Man muss halt so Eier legen und dann muss man da verschiedene Sachen wie den Goomba und diese irgendwelche anderen Gegner aus dem Mario-Universum, muss man in Eier packen und da kriegt man Geld. Und dann, es ist aufgebaut wie Tetris, dass da Sachen von oben runterkommen, aber ja, ist in Ordnung. Kann man spielen, ist jetzt auch nicht so teuer, aber ich kann euch nur sagen, es gibt deutlich bessere Puzzlespiele fürs NES. Das Spiel California Games. Ich habe hier die US-Version, es gibt das aber auch in der PAL-Version. Und ja, ein Fun-Sportspiel, eines der frühen Fun-Sportspiele. Ich glaube, dass dieses Spiel, bevor es von den NES kam, auch für verschiedene Heimcomputer oder so gab es das, glaube ich, das California Games. Und da sind verschiedene Spiele drauf, wie Surfen, Hacky Sack, BMX, Skateboard fahren in der Halfpipe, ich meine Inliner und all so ein Kram. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Also mal was ganz, ganz anderes. Ich habe es gespielt. Man muss auch schon ein bisschen üben, aber es macht schon Fun. Schon auch beim ersten 2-3 Mal, wo ich es gezockt habe, mir hat es direkt Bock gemacht, muss ich sagen. California Games kann ich nur empfehlen. Cooles Spiel fürs NES. Tecmo World Wrestling, ja, ein Wrestling-Spiel, aber ja, was soll ich sagen, Wrestling-Spiele sind in der NES und auch in der Super Nintendo Mega Drive-Zeit noch nicht so gut gewesen. Ich empfehle euch Wrestling-Spiele fürs Nintendo 64, muss ich echt sagen, aber ja, passables Wrestling-Spiel, aber auch nicht der Oberknaller, kann ich euch nur sagen. Tecmo World Wrestling. Super Spike Wii Ball, ein Volleyballspiel, das ist übrigens nicht das einzige Volleyballspiel, was fürs NES gibt. NES hat allgemein sehr innovative und sehr umfangreiche Spielebibliothek. Aber jetzt zu Super Spike B-Ball. Ja, ein Volleyballspiel, ein Beachvolleyballspiel. Und ich kann euch nur sagen, dieses Spiel macht echt Fun. Mehrspielermodus ist mit drin. Richtig cooles Spiel. Man muss halt, wie man es kennt, Beachvolleyball 2 gegen 2 spielen. Auf Sand natürlich. Und ja, das ist auch nicht besonders schwer zu lernen. Ich konnte ab nach. Was, nach 2-3 Minuten habe ich es rausgehabt, wie es funktioniert. Und ja, echt cool. Super Spiel. Super Sportspiel für den NES.
kann ich nur empfehlen. Sportspiele sind sicher nicht alle gut für den NES, aber dieses Spiel top. Kriegt von mir eine sehr gute Note. Super Spike Wii Ball. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann auch mit meiner NES-Sammlung. Ich hoffe, euch hat das kleine Video jetzt hier mal gefallen. Ich habe euch auf den aktuellen Stand gebracht. Und mal gucken, wie es dann demnächst weitergeht. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Wünsche habt, zu was für Sammlung ich das auch so ein Video dieser Art machen soll. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Euer Patrick.